Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games on Jack Hardware. Heute haben wir nach längerer Zeit mal wieder einen Monitor am Start, aber natürlich nicht irgendeinen Monitor, sondern das neue Gaming-Flaggschiff aus dem Hause LG. Das ist nämlich der LG 34UC89GB. Ja, wer sich jetzt vielleicht im ersten Moment denkt, Moment, den Monitor, den kenne ich doch woher oder zumindest so einen ähnlichen. Richtig, es gibt diesen Monitor nämlich schon im Handel erhältlich, nämlich schon seit 2016. Das ist der 34UC79GB und der Unterschied zwischen diesen beiden Monitoren ist, der 79GB, der hat AMD FreeSync und unter Anführungsstrichen nur 144 Hertz. Das neue Modell jetzt hier, das 89er Modell, das hat Nvidia G-Sync am Start und 165 Hertz. Ja. Trotz allem, ich möchte euch heute den Monitor ein bisschen genauer vorstellen. Wir fangen wie immer an mit einer kleinen Auflistung von den Features, von den technischen Daten. Und dann gibt es natürlich wie immer so einen kleinen Live-Check. Da gucken wir uns dann an, wie verhält sich der Monitor beim echten Zocken. Ja, fangen wir mal an, wie immer beim äußeren Erscheinungsbild, bei der Verarbeitungsqualität. Der Monitor, der misst mit Standfuß, hat eine Breite von 820 mm, eine Höhe von 445 mm und eine Tiefe von 280 mm. Der Monitor hat für eine bessere Ergonomie eine Höhenverstellung, die was eben bis zu 120 mm nach oben geht oder eben dann nach unten, je nachdem wie man es gerne möchte. Das Design ist aus meiner Sicht, auch wenn das Video jetzt ein bisschen dunkel ist, da entschuldige ich mich auch schon mal dafür, aber der steht gerade so ein bisschen blöd hier am Tisch. Das Design ist eigentlich sehr schlicht und wie ich finde auch ja, schlicht und elegant zugleich gehalten. Es ist alles schön hier in Schwarz. Wir haben ein paar rote Elemente, die das Ganze nochmal hier dieses Thema Gaming unterstreichen. Davon, also da sieht man auch dann schon wieder den Unterschied. Klassischer LG-Monitor, der Office-Multimedia-Anwendungen und dann halt die Gaming-Serie, die kommt dann eben mit diesen roten Akzenten daher. Daran erkennt man dann eigentlich sehr schnell eben, ja, wo da der Unterschied ist oder ist, wenn man ihn sieht, ah, das ist ein Gaming-Monitor von LG und die anderen sind dann eben Multimedia- oder Office-Monitore. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, vor allem der Standfuß gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier schön aus Metall gefertigt, bringt ein ordentliches Gewicht auf die Waage und ja, wie gesagt, also der hat auch einen schönen Stand, also da rutscht, da passiert nichts, auch wenn man mal am Tisch anstößt, da wackelt nichts, da muss man keine Angst haben, dass das Teil sofort runterfällt. Also verarbeitungstechnisch gibt es da überhaupt nichts zu meckern. Wer möchte, kann den Monitor natürlich auch mittels VESA hier an, montieren an die Wand, also da kann man dann einfach den Standfuß abnehmen. Ich habe noch gar nicht das Gewicht genannt, also ohne Standfuß bringt der 6,10 Kilogramm auf die Waage, sollte man dann eben wissen, wenn man sich so eine Halterung holt, so eine Wandhalterung und mit Standfuß kommt man auf 8,3 Kilo, klassisch würde ich jetzt sagen, also ist jetzt nicht wirklich schwer oder sonst irgendwas. Was ich sehr gut finde, ist, dass man gerade auch auf der Rückseite und so weiter, da hat man auf so Verschnörkelungen verzichtet, es gibt auch keine RGB-Beleuchtung, also das ist ein Monitor, den kann man auch wunderschön ins Office stellen, ohne dass man sofort glaubt, ah, das ist ein Gaming-Monitor. Das finde ich sehr, sehr positiv, also da könnte sich ein paar Hersteller ein Scheibchen abschneiden, weil nicht jeder unbedingt mag das. Was auch vielleicht nicht im ersten Moment sofort auffällt, das ist, der Monitor ist curved, also der ist leicht gebogen, hat eine Krümmung von 3,8 mm, also von 3,8 Meter. Das ist jetzt nicht besonders, ja, ich würde jetzt mal sagen, das geht noch, also das ist nicht so extrem gebogen, gibt da andere Curved-Modelle, die das schon ein bisschen intensiver, diese Krümmung haben, das finde ich hier noch beim LG sehr angenehm, vor allem wenn man eben, ja, den Monitor etwas, wenn man da etwas näher dran sitzt, dann wird schon problematisch, wenn dann eben diese Krümmung zu extrem ausfällt, das ist in diesem Fall halt nicht der Fall, ja, um es mal so zu betiteln. Kommen wir mal ein bisschen auf die Technik zu sprechen, auf die Ausstattung. Also wir haben hier vor uns einen ganz klassischen 34 Zoll Monitor mit 21 zu 9 Bildformat. Also ich glaube, das werden die meisten sofort bemerkt haben. Man sieht auch hier wieder sehr schön, deswegen habe ich das auch so gemacht. Man kann ja wirklich zwei Fenster parallel nebeneinander haben und damit schön arbeiten. Also links eben unsere Webseite, rechts hier die offizielle Webseite von LG. Theoretisch könnte ich dann rechts auch hier schön Word-Dokument offen haben, arbeiten, surfen. Nebenbei finde ich sehr, sehr angenehm. Also für Leute, die jetzt eben sagen, sie möchten keine zwei Monitore am Tisch haben, ist eigentlich so ein 21 zu 9 Monitor, vor allem dann eben bei 34 Zoll, eine absolut
tolle Alternative, also für mich zumindest. Ja, die Auflösung beträgt in diesem Fall 2560x1080. Das ist eben diese spezielle WHQD-Auflösung. Also wir sind hier noch nicht im Bereich von 4K, sondern eben, Anführungsstrichlein, im 2K-Bereich. Da komme ich dann gleich drauf zu sprechen, wegen Bildqualität und so weiter, wie sich das jetzt auswirkt. Wir haben hier ein, was ich ganz wichtig finde, ein wirklich hochwertiges IPS-Panel verbaut. Auch da komme ich dann gleich zu sprechen, warum das für mich so wichtig ist bei der Bildqualität. Die Anschlussmöglichkeiten sind ein bisschen limitiert bei dem Monitor. Wir haben nämlich nur einen HDMI 2.0 Ausgang und dann haben wir noch einen DisplayPort 1.2 Anschluss. Mehr gibt es leider nicht. Es gibt dann aber noch zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer sogar mit einer Schnellladefunktion, also da könnte man dann theoretisch, wenn man möchte, ja, Smartphone anhängen, laden oder Tastatur anschließen oder Maus oder Headset, wie man halt möchte. Das ist natürlich wie immer am Start. Wir haben ein externes Netzteil, das auch nochmal für die Leute, die es wissen wollen. Es gibt einen Sicherheitsschloss, also hier das Kensington-Funktion, wir haben eine 2 Jahre Garantie. Ja, ich würde mal sagen, ich glaube, das Wichtigste so von der Ausstattung her habe ich jetzt. Es gibt noch eine Kopfhörerhalterung, das kann man auch nochmal erwähnen. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Wir haben hier noch ein mattes Bildschirm, also ein mattes Display. Das heißt, man muss da keine Angst haben, wenn mal die Sonne reinscheint, dass alles spiegelt. Auch das natürlich ein großer Vorteil. Jetzt würde ich aber mal schon direkt über die Bildqualität sprechen und da muss ich ein bisschen ausholen, deswegen, wie gesagt, machen wir das Video in 2 Teilen, jetzt über den Monitor, über die Technik, nachher dann diese Gaming-Live-Check-Geschichte. Es gibt mittlerweile sehr viele Monitore am Markt, ja, die in dieser Größenordnung 34 Zoll aufwärts erscheinen, 21:9, auch mit 100 Hertz daherkommen. Das große Problem ist, viele dieser Monitore verwenden kein IPS-Panel, sondern eben das VA-Panel. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, also ein VA Panel hat aus meiner Sicht halt den großen Vorteil vom Kontrast her. Also der Kontrast sieht da einfach nochmal intensiver aus. Ja. Das mögen manche Leute sehr. Das ist dann auch vielleicht ein kleiner Vorteil dann bei HDR-Unterstützungen. Der für mich persönliche Nachteil ist aber, dass der Blickwinkel nicht so hoch ist wie bei einem IPS-Panel. Das heißt, wenn ich dann schon ein bisschen schräger drauf gucke auf die Monitor, dann werden schon die Farben ein bisschen, also verfälscht, ja, das passiert halt bei einem VA-Panel etwas schneller als bei einem IPS-Panel. Natürlich nicht ganz so schnell wie bei einem TN-Panel, die ja noch immer so bei Shooter-Spielern oder generell bei Hardcore-Spielern noch immer am beliebtesten sind, diese Paneltype. IPS ist für mich nach wie vor halt einfach, wenn es um Bildqualität geht, einfach so das Nonplusultra, weil ich habe eben auf der einen Seite diese hohe Blickwinkelunabhängigkeit, ja, also ich kann da auch schön schräg drauf schauen und die Farben werden nicht verfälscht. Ich habe gleichzeitig aber auch wirklich schöne, klare Farben, ja, intensive Farben. Ich habe auch einen guten Kontrastwert, also gute Schwarzwerte, ja, je nachdem, welches Panel verwendet wird. Und gerade hier, und das ist eines der ganz großen Vorteile bei den LG-Monitoren, die verwenden nämlich wirklich ausgewählte Paneele. Ne? Und das ist eben, ja, das ist für mich halt einfach das Ding, was mir bei LG, aber auch bei Aizu oder auch bei Samsung sehr gut gefällt, dass die wirklich auf hochwertige Paneele setzen, ja, also bei der Fertigung schon, dass die darauf achten. Zum Beispiel hier unser Testmuster hat keinen einzigen Pixelfehler, keinen Staubeinschluss. Interessant ist, ich habe von den UC79GB, also dem mit FreeSync-Technologie, da habe ich mehrere Monitore am Start gehabt, ein Testmuster, 2 habe ich dann noch geordert, einen privat, einen für einen Freund und bei allen 3 Monitoren war eben, wie gesagt, kein Pixelfehler, kein Staubeinschluss und das ist ein ganz großer Vorteil und ich habe halt hier in der Redaktion, haben wir in den vergangenen Monaten sehr viele Monitore gehabt, die eben zum Beispiel mit diesem VA-Panel daherkommen, wo genau das Problem war, Staubeinschluss, Pixelfehler, super nervig, weil man zahlt auch für diese Monitore ordentlich Geld, also in den Hinsicht muss ich einfach ganz klar sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich auf ein IPS-Panel setzen und dann auch gerade LG so ein bisschen den Vorrang geben, weil die wirklich darauf achten, dass hier die wirklich guten Paneele, also die sauberen, die guten, hochwertigen zum Einsatz kommen. Das soll bitte keine Werbung sein, das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und wo halt einfach andere Hersteller was schnell, was Billiges verbauen, einfach um den Gewinn zu optimieren oder dass sie halt hinschreiben können, ja, wir haben hier VR-Panel und viele davon sind nicht einmal wirklich Gaming-ready.
Wie dem auch sei, hier haben wir wirklich ein gutes Panel verbaut, also das Teil kann man auch wunderbar für grafische Anwendungen verwenden, weil eben wie gesagt die Farben sehr schön sind, die Ausleuchtung, also die Homogenität, die Ausleuchtung in den einzelnen Zonen, die ist auch sehr ordentlich. Wir haben jetzt nur am linkeren unteren Rand ist es ein bisschen heller, ja, man hat natürlich leider wie immer dieses nervige IPS-Glowing am Start, ja, also das ist leider ein Ding, das kriegt man halt nicht wirklich weg, das ist nur bei manchen Monitoren oder bei manchen Paneltypen ein bisschen weniger vorhanden. Das ist halt hier eben bei den LG der Fall, bei den LG-Monitor. Also das ist auch ein Vorteil, den ich halt da sehe. Ja, wie sieht es aus? Ich habe vorher das Thema, ich hau noch mal kurz hier auch den Kontrastwert raus. Also wir haben hier 1000:1 statisch. Ein IPS-Modell kann da halt nicht mit dem VA-Panel mithalten, ja, weil die haben oft einen deutlich höheren Kontrastwert. Also da hat IPS halt noch immer einen kleinen Nachteil, aber der Blickwinkel ist zum Beispiel hier 178 Grad, also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ich habe vorher das Thema mit der Auflösung angesprochen, 2560x1080, das ist auf so einer Bildschirmfläche, ja, wir reden hier ja von einer Diagonale von 34 Zoll bzw. 86,4 cm, das ist nicht wirklich viel, also die Pixeldichte ist hier schon ziemlich gering. Das hat auch für mich eben einen Nachteil, wenn man den Monitor jetzt verwendet, zum Beispiel auch aus journalistischer Tätigkeit viele Texte liest oder schreibt, das ist nicht wirklich schön. Vor allem, wenn man sehr nah, umso näher man am Monitor sitzt, umso schlimmer wird es eigentlich. Daher ist es halt tatsächlich so, dass ich den LG tatsächlich mehr so als Multimedia-Monitor sehe, mehr in Richtung Gaming. Dafür wurde ja auch produziert von LG. Das sollte man aber halt im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt sagt, ich tue auch sehr viele Texte verfassen. Ich habe den Monitor selber mit der FreeSync-Unterstützung schon seit knapp einem Jahr am Start. In Verwendung, ich kann damit Texte schreiben, ich habe kein Problem, aber man merkt dann halt schon den Unterschied, wenn man zum Monitor zurückgeht, der eine höhere Pixeldichte hat, das wirkt halt alles feiner, sauberer, schöner, ja, schärfer vor allem. Also das ist halt so für mich der einzige Knackpunkt, Nachteil bei dem Monitor, wenn man ihn halt eben multimediamäßig auch einsetzen möchte, eben wie gesagt zum Texte schreiben. Wenn das jetzt nicht das große Thema bei euch ist, dann könnt ihr es gleich wieder vergessen. Dann hat sogar diese geringere Auflösung sogar einen Vorteil, weil viele Monitore haben hier bei 34 Zoll schon 4K am Start. Aber das Ding ist, was viele vergessen, für 4K, wenn ich da richtiges Gaming betreibe, da brauche ich auch eine entsprechend potente Grafikkarte. Und unter einer 1080 Ti braucht man da gar nicht nachdenken, weil wenn man nicht irgendwie die Grafikdetails runterschrauben möchte, sondern weiterhin hier mit maximalen Details spielen möchte, dann braucht man eine 1080 Ti, damit man bei 4K noch irgendwo bei flüssigen 60 Frames ist, je natürlich noch Spiel. Manche Spiele sind da etwas genügsamer, Overwatch zum Beispiel, andere Spiele brauchen dann schon wieder etwas mehr Ressourcen. Also wie gesagt, 4K-Gaming ist wirklich dann nur relevant, wenn ihr eine fette Grafikkarte habt. Hier bei dem Monitor reicht auch eine 1070er aus, die hat genug Power, um hier quasi 1040p, um 1440p richtig zu befeuern mit ausreichend Frames. Ja, wer es natürlich auf der sicheren Seite sein möchte, der holt sich vielleicht eine 1080er noch und dann ist man da auf jeden Fall safe, dass man auch eine hohe Framerate hat, macht ja auch definitiv Sinn beim Zocken. Hier in diesem Panel ist übrigens ein Video G-Sync-Modul verbaut, eben wie gesagt nicht wie bei 79 GB FreeSync, sondern wir haben hier eben G-Sync am Start. Das Ganze funktioniert von 30 bis 144 Hertz. Man kann das Panel aber dann auch noch übertakten. Dann geht es hoch bis zu 166 Hertz. Korrektur, ich habe vorher 165 Hertz gesagt, sind aber 166 Hertz. Das ist eben möglich. Das kann man dann direkt am Monitor einstellen, dieses Übertakten. Wenn man es möchte, standardmäßig quasi out of the box geht es bis 144 Hertz. Genauso viel wie der FreeSync-Monitor. Wenn man aber sagt, ich möchte einfach noch eine höhere Herzzahl haben, 165 Hertz. Ich muss ganz offen gestehen, ich sage es einfach frei von der Leber, ich habe schon damals den Unterschied von 100 auf 122 oder dann von auf 144, 165 Hertz nicht gemerkt. Und dasselbe ist hier auch. Also von 144 dann auf 166, der Sprung ist minimal, den bekommt man auch nicht wirklich mit. Erst wirklich der nächste große Sprung sind dann die Monitore, die über 200 Hertz haben, hier die 240 Hertz Monitore. Da merkt man dann schon wieder einen kleinen Unterschied, ja, weil hier das Bild noch einmal ein paar Millisekunden früher aufgebaut wird oder schneller aufgebaut wird als bei einem 144 Hertz Monitor.
Also das Argument 166 Hertz sollte jetzt, also das sollte nicht der Grund sein, dass ihr da umsteigt oder euch unbedingt diesen Monitor holt. Da könnt ihr euch auch das FreeSync-Modell holen. Interessant wird es halt eben nur dann, wenn ihr sagt, ihr habt eine Nvidia-Karte. Dann profitiert ihr von G-Sync. Das gleicht eben diese unangenehmen Bildreißer aus. Also das synchronisiert die Grafikkarte mit dem Monitor, dass die Bildausgabe wirklich immer schön im richtigen Moment erfolgt an dem Monitor, also von der Grafikkarte an dem Monitor. Das funktioniert halt hier sehr, sehr schön bei G-Sync. Fairnesshalber muss ich halt erwähnen, wenn ihr generell eine sehr schnelle Grafikkarte habt, dann braucht ihr nicht unbedingt hier das G-Sync-Modell, weil das halt um einiges mehr kostet als das Modell mit FreeSync, weil am Ende profitiert man schon generell davon, dass man eine höhere Herzzahl hat. Also da wirkt schon alles flüssiger, angenehmer. Also G-Sync ist dann eher, wenn halt eben häufig Frame-Drops stattfinden, dann ist das natürlich sehr angenehm, weil das dann abgeschwächt wird und die Bildqualität erhalten bleibt. Aber wenn ihr jetzt eine richtig fette Grafikkarte habt, merkt ihr das wahrscheinlich gar nicht, weil ihr eh meistens wahrscheinlich irgendwie über 100 FPS in den meisten Spielen haben werdet. Ja, also zumindest ist es so bei uns im Regelfall, bei der Auflösung 1080 Ti, da ist man selten unter 100 Frames und da merkt man dann, da springt dann auch diese ganze G-Sync-Sache noch nicht so an. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes, wichtiges Feature. Schade halt, dass dadurch sich der Preis doch deutlich erhöht, weil der Monitor kostet jetzt aktuell beim günstigsten, das ist der Online-Preis, knapp 900 Euro zum Vergleich. Das Modell mit FreeSync kostet gerade mal so um die 500, 550 Euro. Finde ich ein bisschen heftig, diesen Aufpreis, nur dass ich eben Nvidia G-Sync habe, muss man halt jetzt selbst überlegen, wenn man sagt, ich will unbedingt diese G-Sync-Fähigkeit haben, weil ansonsten unterscheiden sich die Monitore überhaupt nicht voneinander. Also das FreeSync-Modell hat auch seine 144 Hertz, hat auch eine Top-Bildqualität, dasselbe Panel verbaut, selbe Verarbeitungsqualität. Also am Ende muss man dann halt ein bisschen selbst entscheiden. Ich finde halt den Preis ein bisschen zu heftig, also 100, 150 oder vielleicht 200 Euro hätte ich noch verstanden, weil das ist so der typische Aufpreis für G-Sync. Da finde ich es ein bisschen zu hoch. Ja, kann man jetzt drüber diskutieren, wie gesagt. Ansonsten ist es halt wirklich ein toller Monitor, super verarbeitet, ein wirklich hochwertiges Top-IPS-Panel verbaut, also dass man auch problemlos für grafische Anwendungen verwenden kann, wenn man eben mit der etwas niedrigeren Pixeldichte leben kann. Also das ist wirklich der einzige kleine Kritikpunkt an dem Monitor. Die Anschlussmöglichkeiten sind jetzt halt auch nicht ganz so fett. Also wir haben halt am Endeffekt nur ein Displayport und einmal HDMI, wird aber den meisten reichen. Displayport für die Grafikkarte, HDMI vielleicht für die Konsole, was man noch dran steckt. Also das geht eigentlich auch. Wir sind quasi dann gleich wieder zurück. Ich mache jetzt einen kleinen Cut. Wir gehen dann in einen Live-Check rein. Da werde ich euch nochmal ein bisschen zeigen, wie der Monitor sich verhält beim Zocken. Und da werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also wir sind, wie gesagt, gleich wieder zurück am Start. Da sind wir auch wieder zurück im Live-Check. Ich habe mir jetzt einfach mal Overwatch geschnappt, weil das eigentlich ein Spiel ist, das sehr, sehr flott ist. Also ein gutes Beispiel, shootertechnisch gesehen. Ja, bei einem Monitor mit einer hohen Herzzahl ist eben so ein flotter Shooter natürlich optimal zum Herzeigen. Ich bin jetzt einfach hier nochmal in den Optionen drinnen, um euch zu zeigen. Also wir haben hier eben, wir spielen im Vollbildmodus, Auflösung eben 2560x1080. In diesem Fall habe ich hier noch die 144 Hertz eingestellt, also ich habe jetzt nicht übertaktet auf die 166 Hertz, ist aber wie gesagt direkt möglich. Der Monitor hat übrigens auch eine Overdrive-Funktion. Da gleich mal der Hinweis am Rande, verwendet bitte nicht die allerhöchste Overdrive-Funktion, denn da kann es dann schon zu Bildfehlern kommen. Also eine Stufe unter der höchsten ist so eigentlich die Einstellung, wo wir gemerkt haben, die ist optimal für Zocken, aber auch, dass die Bildqualität gut ist. Wir haben die Framerate auf Maxi 300 gestellt. Wir haben hier drinnen eine 1080 Ti verbaut. Ja, das heißt, performancemäßig sind wir eben immer weit, wahrscheinlich über die 200 Frames. So, dann würde ich sagen, wir gehen einmal einfach in den Trainingsparcours rein. Ja, da sieht man dann einfach auch mal, wie sich der Monitor dann verhält, wenn es ein bisschen schneller zur Sache geht. Ich werde einfach auch mal Tracer wählen. Ja, und wenn ihr jetzt ein bisschen, ich werde mal den Sound lieber sicherheitshalber ausmachen, weil der läuft jetzt gerade hier über die Lautsprecher.
mache ich mal schnell aus, damit der nicht nervt. Und ihr seht einmal zum einen, ja, ich habe hier die Frame mitlaufen, also ich bin hier eigentlich fast immer über 200 Frames, maximale Details natürlich. Und man sieht auch hier, wenn ich jetzt ganz schnelle Bewegungen mache mit dem Monitor, ich habe hier kein Tearing, kein Ghosting. Also ich bin jetzt hier wirklich am Maximum, ich bin ein Mid-Sense-Maus-Spieler, ja, also meine, also kein Low-Sense-Spieler, sondern ich habe schon ich muss hier nicht wirklich viel die Maus bewegen für diese Geschichten hier. Und ja, was soll ich sagen? Also man sieht hier eigentlich wirklich am Beispiel von Overwatch bei schnellen Bewegungen, ich habe hier kein Ghosting, ich habe kein Tearing, ich habe keine Verzögerungen oder sonst was, sondern der Monitor läuft hier wirklich einwandfrei. Da sieht man dann halt wieder die Stärke. Obwohl das jetzt hier kein TN-Panel ist, sondern eben IPS, ja, eignet sich das Ding wunderbar zum Zocken. Man muss natürlich der Fairness halber erwähnen, Leute, die wirklich Hardcore-Shooter zocken, ja, also die wirklich hier im Tournament-Bereich unterwegs sind, da verstehe ich natürlich, dass da einige sagen, ja, aber ich bin halt trotzdem jemand, der den Unterschied merkt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen gibt es ja auch jetzt eben auch schon Monitore mit 240 Hertz. Und diese Monitore eignen sich natürlich nochmal einen Ticken besser bei ganz schnellen Spielen. Das hat halt eben den Hintergrund, dass der Bildaufbau nochmal etwas schneller und starten geht. Also zum Vergleich, ich habe mir da mal die Werte so circa rausgesucht, also bei einem Monitor bei 60 Hertz dauert der Bildaufbau, ich weiß nicht, irgendwas bei 8-9 Millisekunden, bei 144 Hertz sind wir dann schon irgendwo im Bereich von 7 Millisekunden und bei 240 Hertz hat man dann eben nochmal einen ordentlichen Sprung, weil da beträgt das Ganze dann nur noch 4 Millisekunden und das kann man dann schon definitiv als absoluter Profispieler feststellen, ja, oder diesen Unterschied spüren. Für mich jetzt, ich nenne mich jetzt einfach mal, ich bin kein Casual-Zocker, ich bin aber auch kein Profi, ich bin einfach semi-professionell, wie man so schön sagt. Da muss ich sagen, also ich bin hier wirklich super zufrieden und mir reicht die Geschwindigkeit da hier mit 144 Hertz. Mir ist es dann eigentlich auch nochmal, für mich persönlich ist dann auch die Bildqualität entscheidend, also mir bringt halt einfach nichts der schnellste Paneltype, wenn der Kontrast nicht schön ist, wenn die Ausleuchtung nicht wirklich hübsch ist und das ist halt bei vielen Monitoren mit TN-Panel der Fall. Es gibt immer positive Ausnahmen, ich möchte nicht alle über den Kamm scheren. Fakt ist aber trotzdem, hier ist man dann halt dann doch auf der sicheren Seite, wenn man den Monitor jetzt auch für andere Geschichten verwenden möchte, also im Multimedia-Bereich. Auch zum Filmschauen ist der Monitor natürlich richtig geil, weil 21:9 Bildformat sich langsam so durchsetzt in der Kinoline, also in der Kinolandschaft. Also auch das ein kleiner Vorteil, wie ich finde. Also im Großen und Ganzen, ich fasse jetzt einfach nochmal kurz zusammen. Der neue LG-Monitor ist super geeignet als Allrounder. Das heißt, ich kann mit dem Monitor wunderbar zocken. Ich kann den Monitor aber auch im Multimedia-Bereich super verwenden. Heißt, in Klartext, ich habe eine gute Bildqualität, was wichtig ist, wenn ich irgendwie mit grafischen Elementen arbeite. Ich habe gleichzeitig eben auch eine sehr gute Bildqualität, wenn ich mir Filme ansehe. Ich habe die hohe Herzzahl, die dann beim Zocken wiederum essentiell ist. Ich habe hier eben auch im Video Cheesing am Start, was natürlich auch wieder ein wichtiges, interessantes Feature ist. Also im Großen und Ganzen zusammengefasst, ist der Monitor wirklich eine runde, schöne Geschichte. Das Problem, was ich derzeit einfach habe, ist, dass LG mir etwas zu viel verlangt für diesen Monitor. Wenn man einfach bedenkt, also für 100 Euro mehr, ja, ich weiß, das sind immerhin 100 Euro, aber für 100 Euro mehr bin ich dann schon bei Asus-Monitoren, die ebenfalls ein IPS-Modell haben mit G-Sync und mit 4K-Auflösung. Also da bin ich tatsächlich so ein bisschen in Zwiespalt, ja, dass ich jetzt da sage, eine uneingeschränkte Kaufempfehlung kann ich leider hier beim Modell mit G-Sync-Modell nicht geben. Beim FreeSync-Modell, der eben wie gesagt so knapp 550 Euro kostet, da konnte ich damals ganz lockig flockig sein. Absolute Kaufempfehlung, die eben so einen Allround-Monitor wollen. Hier tue ich mir schon etwas schwerer. Hier muss ich dann eher sagen, wenn man absoluter Technik-Fan ist und sagt, ich möchte unbedingt G-Sync am Start haben, ich will das unbedingt haben, den kann ich dann natürlich diesem Monitor nach wie vor wärmstens empfehlen, auch wenn ich, wie gesagt, den Preis einfach ein bisschen zu hoch finde. Auch die Verfügbarkeit ist derzeit nicht ganz so pralle. Also man sieht auch noch immer, dass der Monitor eher so ein bisschen nischiger ist. Ja, also das FreeSync-Modell verkauft sich noch immer super toll, ist auch super erhältlich und verfügbar. Muss man abwarten, ob sich der Preis vielleicht noch ein bisschen nach unten korrigiert. Also wenn er vielleicht dann irgendwo bei 750, 800 Euro ist, kann man noch drüber diskutieren. Jetzt mit knapp 900 Euro ist mir das tatsächlich ein bisschen zu teuer, auch wenn die Verarbeitungsqualität top ist, Bildqualität 1A ist, das Panel,
was man verwendet hat, top ist. Also wie gesagt, kein Pixelfiller, gar nichts. Schöne, gleichmäßige Ausleuchtung, aber das ändert halt nichts. 100 Euro ist mir fast ein bisschen zu viel für den Monitor, was ich da geboten bekomme. Ja, das war wie gesagt meine Meinung zum neuen LG-Monitor. Ich sage an dieser Stelle schon mal wieder ein großes Dankeschön an alle Zuseher. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritiken habt, rein in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, sorry, wenn es ein bisschen länger geworden ist, aber ich wollte dann doch ein paar Sachen noch erklären. Und gerne dürft ihr auch unseren YouTube-Channel abonnieren. Wenn ihr dieses Video vielleicht bei VidMe seht, ja, müssen wir gucken, ob wir schon die überlangen Videos draufpacken dürfen. Nicht wundern, wir suchen gerade ein bisschen nach einer Alternative zu YouTube, sind da nicht ganz zufrieden, wie das aktuell dort abläuft, und gut möglich, dass wir da jetzt dann demnächst unseren YouTube-Kanal rüberschmeißen auf VidMe, müssen wir uns noch angucken und ein bisschen durchtesten. Dazu dann aber mehr bei uns auf der Seite auf gamesum.net, da findet ihr dann auch in Kürze den schriftlichen Testbericht zu dem Monitor. Das war's, bis zum nächsten Mal, ciao liebe Leute.